an der schönsten der deutschen Ostseebuchten, die tief in das Land einschneidet, liegt auf hügeligem Ufer, rund um die Binnenförde gelagert, Kiel, die Stadt der deutschen Kriegsmarine. Durch die Hauptgeschäftsstraße, die Holstenstraße, vorbei am ehemaligen Rathaus und den 300 Jahre alten persianischen Kaufhäusern führt uns der Weg zunächst zum Handelshafen. Reges Leben und Treiben zeugt von der Handelsverbundenheit der Stadt. Schiffe aller Arten und aller Größen liegen hier am Kai mit seinen Lagerhäusern neuer und alter Zeit. Auf dem Ostufer der Förde, zu dem uns die Fähre hinüberbringt, erstrecken sich die ausgedehnten Werftanlagen, deren Kräne und Hellinge weithin sichtbar vom Fleiß und Können deutscher Schiffsbautechnik künden. Eines der wichtigsten Gewerbe in dieser Ostseestadt ist die Fischerei und die Verarbeitung ihrer Erträgnisse. Im ganzen Reich rühmlichst bekannt und als Leckerbissen überall geschätzt und begehrt sind die mit dem Namen der Stadt untrennbar verbundenen Kieler Sprotten, die in der Ostsee gefangen und in den vielen Räuchereien der Stadt kunstgerecht zubereitet werden. Unmittelbar am Ufer der Förde, im Zentrum der Stadt, steht das alte Schloss. Ein würdiger Zeuge aus Schleswig-Holsteins ruhmvoller Vergangenheit. Heute ist es Sitz des Oberpräsidiums der Provinz. Schönsten Stadtteil Kiels in Düsternbrook, dessen bewaldete Höhen sich am Ufer der Förde entlang ziehen, gerade gegenüber der Marinestation der Ostsee, lodert den gefallenen Söhnen der Stadt zu stetem Gedächtnis die heilige Flamme. Fahren will, muss das nasse Element kennen und beherrschen lernen. Auf ihrem Segelschulschiff Gorch Fock erzieht und schult die deutsche Kriegsmarine in hartem und vielfältigem Dienst
ihren jungen Führernachwuchs. Wasser, Wind und Wellen verpflichten. Am Hindenburgufer, der langen Strandpromenade, liegen die schützenden Häfen für die große Zahl der Segeljachten und Segelboote. Alljährlich finden auf der Förde zur Zeit der Kieler Woche große Regatten statt, zu denen fast alle segelsporttreibenden Nationen regelmäßig Boote und Mannschaften entsenden. Den reizvollsten und aufregendsten Augenblick in diesen Kämpfen bildet das Runden der Boje, die weit draußen in See verankert ist. Sämtliche segelsportlichen Veranstaltungen der Olympiade werden in Kiel ausgetragen. In Erwartung ihrer Gäste baute Kiel am Hindenburgufer das neue Olympia-Seglerheim. Die Strandpromenade entlang trägt uns das Auto hinauf auf die Höhen von Bellevue mit seinem herrlichen Ausblick über die weite Förde. Fröhliches Badeleben herrscht hier zur Sommerszeit. Und von Wind und Sonne wird dunkel gebräunt hier manch andere Kieler Sprotte. Für den Verkehr mit den Außenorten der Förde sorgen regelmäßig fahrende Dampferlinien. Eines dieser Schiffe bringt uns hinaus zur Außenförde. Am Strand der Außenförde steht Land und Meer, wuchtig und trutzig überragend, des Reiches Ehrenmal für seine Kriegsmarine. Ein mahnendes Mal deutscher Seegeltung, für die im neuen Reich und der neuer Flagge ein neues Geschlecht einsatzbereit wiedererstand. Ihm und seiner Kriegsmarine mit ihren Panzerschiffen, Kreuzern und Torpedobooten und der erst kürzlich wieder geschaffenen Waffe, den U-Booten, wurde Kiel mit seiner Förde aufs neue Heimathafen. Heimathafen der deutschen Wehrmacht zur See.